Es geht von Hermanus aus weiter nach Südosten. Das erste Etappenziel ist Elim, eine ehemalige Missionsstation. Und auch heute noch soll der gesamte Ort der Kirche gehören. Ob man Elim gesehen haben muss, wenn man mal am Kap unterwegs ist? Meiner Meinung nach nicht. Elim ist ein ziemlich verlassenes Kaff mitten im Nirgendwo. Doch immerhin hatte ein kleiner Shop geöffnet und ich konnte eine kühle Coke kaufen. Dann kam endlich wieder die Küste in Sicht und passend zur Landstein machten wir Halt in Struth Bay. Ich hatte gelesen, dass hier manchmal Rochen auftauchen, die von den Fischern und Besuchern angefüttert wurden. Rochen waren leider nicht zu entdecken, doch hat es unheimlich gut getan, mit Blick auf das Meer den Lunch im Catch Cook Restaurant Beach Bar einzunehmen. Meiner persönlichen Meinung nach ist der Strand Struth Bay bei schönem Wetter definitiv ein lohnenswerter Stopp kurz vor dem Kap Agulhas. Jetzt waren es nur noch wenige Kilometer bis zum südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinentes, wo der Indische Ozean und der Atlantik aufeinandertreffen. Logisch, dass hier am Kap Agulhas auch ein Leuchtturm steht. Es ist auf jeden Fall der Mühe wert, den steilen Aufstieg zu wagen und sich den Küstenstreifen auch einmal aus einigen Metern Höhe anzusehen. Dann ging es zu Fuß weiter zum eigentlichen südlichsten Punkt, der zum Glück nicht ganz so belagert wird wie das Kap der Guten Hoffnung. Wer möchte, kann dann noch die knapp 2 Kilometer bis zu einem Schiffswrack laufen oder fahren, das hier 1982 gesunken ist. Unser Hotel, die Agulhas Country Lodge, war wirklich nett, doch kann man leider nichts unternehmen, wenn man nicht über ein Auto verfügt. Was echt schade ist, wenn man hier bereits am frühen Nachmittag eincheckt.